Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Sag zu deinen Nachbarn, es ist so einfach. Gott gab dir Talente, Gott gab dir eine Vision in dein Herz, Gott gab dir einzigartige Dinge, die andere Menschen in dieser Kombination nicht haben. Die entscheidende Frage ist, was tust du damit? Das ist die entscheidende Frage. Was ist das, was in deinem Herzen steckt, was Gott hineingelegt hat in dein Herz, damit du ein Segen sein kannst für andere Menschen? Für alle, die nicht dabei gewesen sind, vor einer Woche bei unserem ersten Wochenendveranstaltung in der Lutherstadt Wittenberg, den Begegnungstagen, möchte ich euch mitteilen, wir sind jetzt soweit. Es ist soweit, wir sind gestartet. Wir haben vor einer Woche in Wittenberg unsere beiden Partnerprogramme vorgestellt. Zum einen das 5W-Partnerprogramm und zum anderen das 5G-Partnerprogramm und haben auch darüber gesprochen, dass wir jetzt beginnen, festangestellte, fest honorierte Teilzeitmitarbeiter einzustellen in die Genossenschaft. Erfolg beginnt zu Hause. Wir sind ready zum Durchstarten. Wenn du nicht dabei warst, wirst du es wahrscheinlich noch nicht wissen. Und darum erzähle ich euch das heute in Kurzform. Vielleicht fangen wir an mit der 5W-Partnerschaft. Wenn du unsere Website erfolgbeginntzuhause.de schon gelesen hast, dann weißt du, dass wir 5W haben, die wir für sehr wichtig nehmen. Erstes W, das Wissen der Jugend verbinden wir mit der Weisheit des Alters auf einem Wertefundament, von dem wir überzeugt sind, dass es tragfähig und fruchtbar ist. Das führt automatisch zu Wachstum, Wachstum führt automatisch zu Wohlstand, das fünfte W. Und unter Wohlstand verstehen wir Fruchtbarkeit. Und für dieses 5W, da möchte ich heute drüber reden, weil das etwas ist, was sehr viele Menschen betrifft. Das Wissen der Jugend mit der Weisheit des Alters richtig miteinander verwenden. Und natürlich gibt es viele, viele Menschen, die eine Vision im Herzen tragen oder bereits dabei sind, eine umzusetzen und irgendwo hängen geblieben sind oder nicht weiterkommen. Und es geht darum, den Menschen zu helfen, in unserem genossenschaftlichen Programm dieses auch zu realisieren. In dir hüpft etwas, in dir springt was, du möchtest gerne, aber weißt erstens einmal nicht genau, wie du es anpacken sollst und zweitens stellst du jeden Tag die Frage, wie soll ich denn das finanzieren? Und daher gibt es in der Genossenschaft ein Visionspartnerprogramm. Und wenn du so ein Visionspartner bist oder werden möchtest, dann musst du uns das einfach mitteilen, wenn du einer werden möchtest, dann kriegst du weitere Informationen. Und für diese Visionspartner, die eine Vision im Herzen tragen und sie umsetzen möchten oder gestockt ist beim Umsetzen, nicht wirklich weiterkommen, für diese Visionspartner gibt es einen kostenlosen Workshop, den ich selber halte, 2,5 Tage zum Thema Vision mit Hausverstand. Ich bin jetzt 56 Jahre Unternehmer in Österreich, in Deutschland, in Amerika. Ich habe alle Fehler selbst gemacht und habe so viele Teams gebaut und visionären Menschen geholfen, Unternehmen gegründet, Organisationen gegründet und habe alle Fehler selbst gemacht. Und da habe ich einiges mit meinen 74 Jahren auch weiterzugeben. Und die Visionspartner dieser Genossenschaft, du hast richtig gehört, zahlen keine Seminargebühr für dieses 2,5-Tage-Programm. Es geht hier darum, dass wir herausfinden, und das ist das Ziel dieses Workshops, dieses Seminars, dass wir herausfinden, ob deine Vision tatsächlich wertig ist, auch realistisch ist, auch zu dir passt. Wir haben vielfältige Fragen, die wir uns dann stellen in diesem Workshop. Wir stellen die Vision auf den Prüfstand und haben Checklisten, stellen Fragen, Einzelarbeit, Gruppenarbeit. So finden diese 2,5 Tage statt unter meiner Leitung. Die Frage ist, ist deine Vision, die du in deinem Herzen trägst, wirklich zukunftsträchtig und auch vielversprechend?
wenn diese richtig gestartet wird und strategisch gut strukturiert wird und zum richtigen Zeitpunkt man sich auch darauf wirklich fokussiert. Die erste wesentliche Frage. Wir sollen uns nicht mit Sachen beschäftigen, die nichts bringen. Oder einfach nur Tagträumerei betreiben und haben unser Leben vergeudet, nur weil wir nicht begonnen haben, wirklich konkret zu werden. Das zweite Thema in diesen 2,5 Tagen heißt, ist diese Vision oder hat diese Vision auch eine hochattraktive Problemlösung anzubieten, die auch den Herausforderungen des Marktes wirklich gewachsen ist? Ist es etwas, auf was die Menschen warten? Löst du ein brennendes Problem mit deiner Vision? Bist du ein Segen für andere Menschen? Oder ist es nur ein gewisser Egoismus, den du hast, um anderen Leuten was beweisen zu wollen? Wichtige Frage. Die dritte wichtige Frage, mit der wir uns beschäftigen, wer ist dafür die chancenreichste Zielgruppe? Und was ist der zwingende Nutzen deiner Vision für diese Zielgruppe? Warum wird deine Zielgruppe darauf nicht verzichten können? Weil der Nutzen viel größer ist als die Kosten, die damit verbunden sind. Wenn du so eine Vision hast, die wirklich so gestaltet ist und auch gut vermarktet wird, hast du eine riesige Chance in der Zukunft. Es gibt so viele ungelöste Probleme da draußen in der heutigen Zeit, die warten auf dein Problemlöser. Was könnte denn für dich diese passende, chancenreiche Strategie sein, die deine Vision wirklich in den Markt hineinträgt? Bist du als Visionär auch die passende Persönlichkeit dafür, für eine solche Vision? Oder sollst du vielleicht vorher noch an gewissen Bereichen an dir selber arbeiten, damit Gott dich wirklich benutzen kann, diesen Segen den Menschen zu bringen? Denn wenn du vielleicht noch zuerst an dir arbeiten musst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dann später weniger Fehlentscheidungen triffst. Wenn du aber so Hals über Kopf hineingehst in die Sache und bist selber noch nicht als Mensch, Persönlichkeit, als Leader darauf vorbereitet, dann müssen wir einfach darüber reden, wie wir dir dabei helfen können, hineinzuwachsen. Oder weitere Fragen, die wir uns beschäftigen, wie kannst du oder können wir gemeinsam innerhalb der Genossenschaft die Realisierung deiner Vision am besten finanzieren? Wir haben auch Möglichkeiten, dir zu helfen bei der Finanzierung, wenn das, was du im Herzen trägst, wirklich es auch wert ist, das zu finanzieren. Das muss man natürlich sich genau anschauen. Und was ist der nächste Schritt in die richtige Verwirklichung, in Richtung Realisierung? Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen bei diesem 2,5-Tage-Workshop. Der erste ist im Juli und der zweite ist im August. Und es werden hier nur Visionspartner eingeladen. Es ist kein öffentliches Seminar, das man buchen kann. Und unsere Visionspartner der Genossenschaft zahlen dafür auch keine Seminargebühr. Und nach dem Workshop stellen wir uns die Frage, ist das, was du in deinem Herzen trägst, so gestaltet, dass es lohnt, daran weiterzuarbeiten, bis hin, dass wir uns damit beschäftigen können, wie kann man das auch am besten finanzieren, ohne dass du große Schulden oder überhaupt keine Schulden machen musst. Es gibt so viele Möglichkeiten, die es innerhalb einer Genossenschaft gibt. Darum ist es so eine Genossenschaft. Einer für alle, alle für einen. Das hat uns Friedrich Wilhelm Raiffeisen vor 150 Jahren ungefähr schon vorgelebt und hat etwas Gewaltiges im genossenschaftlichen Geist aufgebaut. Und heute haben wir andere Herausforderungen in der Welt, aber der genossenschaftliche Gedanke ist immer noch sehr, sehr, sehr fruchtbar und wichtig. Wenn dich das alles interessiert, was du heute von mir gehört hast, dann schreib uns eine E-Mail. Wir sagen dir dann, wie man Visionspartner wird. Es ist ganz einfach. Wir sagen dir dann, was wir mit dir tun könnten. Und wir reden dann vielleicht auch einem der nächsten Montage mal über das 5G-Partnerprogramm und auch über das Teilzeit-Mitarbeiterprogramm. Wenn dich das interessiert, dann schreibst uns einfach. Und wir haben uns entschieden, jetzt wirklich durchzustarten, nachdem die Pandemie sich ein bisschen gelegt hat, durchzustarten und einfach Dinge zu tun, auf die wir uns jahrelang wirklich gut vorbereitet haben. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und wünsche dir eine gesegnete Woche.